Danke, Herr Präsident. Ja, Herr Minister, ganz nicht frech, so ein Thema auszuwählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinschauen statt wegschauen, Gewaltprävention an unseren Schulen. Nach ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten Bildungsminister ÖVP und SPÖ so ein Thema auszuwählen, nenne ich frech. Nenne ich wirklich frech und abwertend gegenüber allen Lehrerinnen und Lehrern, weil jetzt ein Thema hochzuspielen, das was seit Jahrzehnten ein riesiges Problem ist in Österreich. Und jetzt kommt der Minister drauf, in seinem letzten Tag da, kommt er drauf, dass Gewalt an Österreichs Schulen gibt. Herr Minister, das ist frech, nichts anderes. Wir haben in unseren Schulen massenhaft Schlägereien, massenhaft Probleme mit Islamisten, die mit Lehrerinnen so umspringen, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen möchte. Wir haben Schüler, die andauernd sitzen bleiben, dann nur Probleme bereiten. Und die ÖVP liest dann aus einem Buch vor, das von einem ÖVP-stellvertretenden Bezirksvorsteher ist, der euch das aber schon seit Jahrzehnten erklärt. Der ist seit 40 Jahren in dieser Brennpunktschule. Ich kenne ihn gut. Ich kenne ihn gut, den Christian. Der erklärt euch das seit 40 Jahren. Der wird auch Ihnen bekannt sein, oder? Ja, eben. Und jetzt kommt die ÖVP drauf. Es gibt Probleme an unseren Schulen. Ich habe da einen Standardartikel. Eigentlich wollte ich ganz was anderes noch dazu sagen, aber jetzt habe ich einen Standardartikel gefunden, noch ganz schnell, also aus dem links-links-radikalen Standard, der da titelt vor kurzem: Egal, ich stech Direktor ab. Weckruf aus einem Schulsystem über dem Limit. Der Islam allgegenwärtig, die Lage immer prekärer. Christian Klar, der das Buch da geschrieben hat, Mittelschuldirektor Wien, schildert schonungslos, was in unseren Schulen los ist. Er tut es unaufgeregt, aber mit klarer Kante. Was so passiert in den Wiener Schulen? Ramazan wollte Yusuf umbringen, dem Direktor zuliebe, aber erst am Abend. Schulisch war der Tschetschene gut. Gut ist die Geschichte trotzdem nicht ausgegangen. Knapp vor dem Abschluss der Mittelschule fehlte er plötzlich. Auf Facebook haben ihn andere Kinder gefunden. Herr Polaschek, Ramazan kämpft jetzt für den IS in Syrien. Habib und Abed haben eine Pistole mit. Daria fühlt sich überfordert und schafft es in der Früh nicht aufzustehen. Aisha, und jetzt kommt's, 15, hatte gute Noten. Nach den Sommerferien kam sie verheiratet an die Schule zurück. Verheiratet mit 15. Ihr Ehemann lebe bei seiner Familie in Graz. Sie dürfe sogar nach Wien pendeln, um die Schule abzuschließen. Dann will er ihr die Schule doch verbieten und sie abholen lassen. Das Mädchen bittet die Schule um Hilfe, die informiert die Polizei, die Abholung gelingt nicht. Truppal, öfter 15, öfter straffällig, auffällig, verweigert das Gespräch mit der Polizistin. Er spricht nur mit dem Polizisten. Alles Beispiele dafür, was so passiert, wie ein Kapitel im demnächst erschienenen Buch, das dann erschienen ist, von Christian Klar heißt. Er zeichnet eine Entwicklung nach, Herr Polaschek, vor der er erstmals so schreibt, er im Standard gewarnt hat. Und das war schon vor Jahren. Und das hat sogar der Standard geschrieben, ich betone noch einmal, ein links-linkes Blattl in Österreich. Und jetzt das Schlimme, und ich habe es alle zugeschaut, alle, SPÖ, ÖVP, Grüne, sogar Grüne haben es noch befördert, das ganze Schlimme, inklusive der Sozis. Aziza taucht plötzlich voll verschleiert auf. Ihr Vater, vor den Taliban aus Afghanistan geflohen, wusste nichts davon. Als er sie in der Schule wähnte, war sie in der Moschee. Schule und Vater ziehen ein engmaschiges Kontrollnetz um das Mädchen bis zum Abschluss, erscheint sie nicht mehr in Vollverschleierung.
Heute sind Niqab, oder wie man das sagt, und Abaya für viele Mädchen bereits Standard. Mit Mühe, sagt der Direktor, der das Buch schreibt, kann ich dafür sorgen, dass man in der Schule wenigstens das ganze Gesicht sieht. Immer wieder sagen Mädchen, und das ist das Besorgniserregende, sie tragen es zum Schutz vor islamischen Burschen. Herr Minister, ÖVP, SPÖ, Grüne, ihr habt das befeuert. Das, was ich da vorgelesen habe, habt ihr zu verantworten. Das ist eure Schuld, dass sich Mädchen mit 13, 14, 15 voll verschleiern müssen. Dass sich junge österreichische Kinder, junge österreichische Burschen und Mädchen ängstlich in die Schule begeben müssen, weil es ihr die Gewalt vom Ausland, von den Asylanten importiert habt. Das habt ihr zu verantworten. Und dann vor den Rechten, den bösen Rechten zu warnen. Zugleich aber den Islam zu befeuern in Österreich. Was dann rauskommt, weiterer Satz aus diesem Buch. Weil ich lese die wirklichen Passagen, Frau Kollegin, nicht nur die bisschen harmlosen. Zeynep weigert sich, alle 5 Weltregionen aufzuzählen. 4 nennt sie das Judentum nicht. Warum nennt sie das Judentum nicht? Antwort, Zeynep, mein Mund wird schmutzig. Das habt ihr befeuert. Das habt ihr mit eurer Politik befeuert. In den Schulen, auf die Arbeitsplätze, überall. Ihr seid 2015 mit den Teddybären an den Bahngleisen gestanden, habt diese radikalisierten Typen, junge, kräftige Männer, begrüßt und das kommt raus. Schämt euch in Grund und Boden, was ihr mit dieser Republik aufgeführt habt. Und dann den Titel zu wählen, Herr Minister, hinschauen statt wegschauen, das ist doch perfide ist es und frech, wenn ich das befeuere über Jahrzehnte und dann draufkomme, na jetzt müssen wir aber hinschauen, wo 70% in den Klassen schon gar nicht mehr Deutsch sprechen. Wie soll denn da jemals ein österreichisches Kind auf ein ordentliches Lernniveau kommen? Wie soll ein österreichisches Kind jemals nach Abschluss der Pflichtschule ordentlich lesen, rechnen und schreiben können? Das ist unmöglich. Und wenn dann aus dem Buch vorgelesen wird und die Kollegin Hahn um einen heißen Brei drum redet, das sind alles nebensächliche Probleme, ganz nebensächliche Probleme. Das Problem ist der radikalisierte Islam in Österreichs Schulen. Aus und fertig. Und das gehört radikal beendet. Ende. Und auf Ihre Arbeitsweise, das hätte ich mir eigentlich vorbereitet, kann ich jetzt gar nicht mehr so lange eingehen. Aber wer so schriftliche Anfragen beantwortet, wer sich so gebärdet da herinnen bei dringlichen Anfragen von uns, eben genau zu solchen Themen, ja wissen Sie was, der ist fehl am Platz. Herr Minister, Sie waren eine Fehlbesetzung von Anfang an. Natürlich hat sie die ÖVP hochgelobt, die Medien hochgelobt, jetzt kommt der Experte, er kennt sich aus. Nur auskennen irgendwo und umsetzen sind 2 Paar Schuhe. Ich weiß ja nicht, haben Sie das Problem nicht erkannt oder hat die ÖVP Sie nicht lassen, etwas umzusetzen? Dazu könnten Sie heute Stellung nehmen. Das wäre einmal interessant, weil wissen, glaube ich, würden Sie es sehr wohl, dass wir massive Probleme haben. Aber wo hat es gehakt, damit Sie Ihre Jahre als Minister so verbracht haben, wie Sie sie verbracht haben? Nämlich mit nichts. Nichts, was diese Probleme nur ansatzweise hätte anpacken können. Wer hat sie daran gehindert? War es die ÖVP oder waren es die Grünen? Ich glaube mittlerweile, es waren beide Parteien. Denn die ÖVP hat mittlerweile so viel Linkslinke in ihren Reihen, dass man sich mit einer normalen Meinung gar nicht mehr durchsetzt. Und weil der normale Diskurs in Österreich aufgrund der Aufgabe der ÖVP so weit noch links gerückt ist, dass alles, was normal ist, mittlerweile als rechts tituliert wird. Und das werden wir ändern, das sage ich euch. Normal ist und bleibt normal. Und abnormal ist abnormal. Und das in jenen Lebensbereichen.
Und das gehört wieder so hingerichtet, wie es gewesen ist. Und deshalb hat der Österreicher Schlusssatz am 29. September eine klare Sprache gesprochen. Und ich möchte mich dafür recht herzlich bei allen österreichischen Bürgern, die uns die Stimme gegeben haben, sehr herzlich bedanken. Und wir werden schauen, dass wir das Land wieder auf die Füße stellen.